Dein Vater wurde von Ripburger umgebracht, genau. Dein Vater. Wag es ja nicht, von dir runterzureden, du Bastard. Mann, warum denkst du, kommen wir zu dir? Weil wir deinen Vater getötet haben, dich jetzt töten wollen, oder wie? Colle und ich waren Freunde. Naja, wir haben uns nicht lang gekannt, aber wir haben uns gut verstanden. Colle und ich. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Warum bist du so verdammt störrisch? Dann hört sie uns da bestimmt auch nicht zu. Ich versuch's trotzdem mal. Malcolm will. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Oh. Okay, gut. Dann schauen wir uns jetzt mal unsere Möglichkeiten an. Also so langsam verliere ich die Geduld, Maureen. Das wird, glaube ich, nichts bringen. Okay, das reicht jetzt. Ist in ungefähr wie das erste. Ich habe nichts damit zu tun. Ehrlich, das könnten wir noch probieren. Lass mich gehen oder... Versuchen wir mal die dritte Möglichkeit. Ich habe nichts zu tun damit, ehrlich. Du hast nichts zu tun, ehrlich. Was war denn das für ein lahmes Comeback? Das finde ich jetzt nicht okay. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch die eine Möglichkeit. Lass mich gehen oder... Ich glaube, daran erinnere ich mich. Ich glaube, da sind wir nicht ganz falsch damit. Ich werde dir die Polecats auf den Hals schicken. Nein, mit Drohungen, glaube ich, kommen wir hier nicht weiter. Ich werde den Laden hier auseinanderreißen. Naja, Ben könnte es vielleicht zutrauen, aber unsere Lage ist trotzdem nicht gerade gut. Ich werde dich beschimpfen. Ich werde euch mit meinem Blut die Einfahrt versauen, oder was? Die Einfahrt versauen? Ja, sag mir das. Ich werde euch mit meinem Blut die Einfahrt versauen. Ja, so genau wollen wir es nicht nehmen. Ich glaube, das war schon richtig. Lass mich gehen, oder? Lass mich gehen, oder? Oder was? Weil dieses oder was, das ist mir in Erinnerung geblieben. Damit war irgendwas. Das habe ich hunderte Male gehört. Und dann brauchen wir, glaube ich, nur noch die richtigen Folgeantworten. Also, ich werde dich beschimpfen. Ich glaube, damit ging es weiter. Beschimpfen. Oh. Wie denn zum Beispiel? Netzbauer, Wirbelwind, durchgeknallte, verdrocknete Toaste der Jungfer, Rattenräder fahren, der gummiverpackte Walcher. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dazu kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Okay, sagen wir erstmal die Toasterjungfer. Da wird sie vielleicht böse sein, aber egal. Durchgeknallte, vertrocknete Toasterjungfer. Be right back, be right. Ach, Menno, Leute. Okay, nee, lass mich gehen, oder? Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde dich beschimpfen? Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? So, fällt euch was auf? Was könnte funktionieren? Ja, wir wissen ja, sie war hier bei der Netzfarm vom Onkel Pete. Da war sie ja immer. Aber nein, das ist es nicht. Ich löse es jetzt einfach mal direkt auf. Ihr Vater hat sie ja immer ihren kleinen Wirbelwind genannt. Das hat sie uns selbst mal erzählt am Anfang. Und die kleine Anekdote, die ich dazu erzählen will, also wer das nicht hören will, was weiß ich, klickt jetzt einfach mal 30 Sekunden in die Zukunft. Also auf YouTube in der Video-Zeitleiste, ne? Ich habe das früher mal bei einem Freund gespielt, dieses Spiel, weil der das früher hatte. Allein dadurch habe ich das Spiel überhaupt erst kennengelernt. Und ich habe alle Dialogoptionen durchprobiert. Wirklich alle, bis auf das. Das war wirklich die allerletzte. Und das hat gestimmt. Und ich habe mir gedacht, warum soll das stimmen? Das ist doch keine Beleidigung und gar nichts, ne? Und es ist doch auch keine Erklärung von wegen, wir sind unschuldig. Aber nein, das stimmt. Ihr Daddy hat sie ja immer den kleinen Wirbelwind genannt, ne? Hätten wir drauf kommen können, aber ich war damals noch jung und hatte kein Geld. Außerdem bin ich damals täglich vom Wickeltisch gerollt. Heute passiert mir das nur noch ein, zweimal pro Woche. Wo hast du das gehört? Tja. Dein Vater, der hat es mir kurz vor seinem Tod erzählt. Du hast meinen Vater niedergeprügelt und dann mit ihm über alte Zeiten geplant? Nein. Ich habe ihn nicht umgebracht, sondern Ripburger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Genau. Ich so nicht anders. Gut, dann entwickel ihn, okay? Solange ich noch in meine Kleider passe. Okay. Du bleibst hier. Hey! Das ist gemein! Mann, der kann sich ja nachher bei den Fantastischen Vier bewerben. Da hatte die den Film hatten die ganze Zeit nicht entwickeln lassen, nicht mal angeguckt, was da drauf ist. Tut mir leid. Ja. Ja, ist schon in Ordnung. Und wir sind gefesselt, na toll. Ich werde diesen Ripburger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Ripburger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Ja. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Soweit die Theorie. Du übernimmst Corley Motors.
Rip Burger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Ui. Inszenierung von Benz und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Ja? Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Das ist der Plan. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil. Okay. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Ja! Die Explosion in Moos Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Okay. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Okay. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern? Und im Stadion rumrennen? Ja, toller Plan, das kann ich machen. Deinen Asbestanzug verstehst. Ach so. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. In Ordnung, Leute. Schmeißt eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motors Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Aha. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Okay. Er zieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Tja. Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer. Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Schmollen! Ja, wir machen das ja absichtlich offensichtlich. Also los, Jungs. Macht sie fertig. Kommt nur her! Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Schublade. Okay. Versuch jetzt mal abzuhauen, Mofa-Mann. Motorrad! Nicht Mofa! Seid ihr bereit für ein rücksichtsloses Rennen? Oh, musste ich das selbst steuern? Ja, und Blutfontänen! Katalysatoren, die sich um Extremitäten wickeln! TÜV-Plaketten im Gehörgang! Hey, das ist unfair! Wir helfen dir. Warte, Mo. Ich komme schon. Ja, wir sind unterwegs. Okay, ich muss wirklich selbst steuern. Okay, also mit der Maus dreht man sich hin und her und mit der linken Maustaste gibt man Gas. Bisschen ungewöhnliche Steuerung, aber es geht. So. Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf. Ja, wissen wir. Und Mo's Wagen ist dann der gelbe, ne? Also das heißt, wir müssen den gelben Wagen suchen. Und direkt vorne drauf fahren, oder wie? Oder müssen wir die Bum-Bum-Brüder ausschalten? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Was machst du denn? Komm hier rüber und ran mich. Ja, wir wollen es doch versuchen. Wo bist du denn? Können wir da über die Rampe hochspringen? Oh, die Steuerung, das ist wirklich ein bisschen ungünstig. Da war eben Maureen. Okay. Gut, also nochmal das Ganze. Die Bum-Bum-Brüder, konnten wir die nicht... Ich glaube, die konnten mal loswerden, oder nicht? Oder muss ich die anderen Gegner auch erst loswerden? Ich bin mir nicht sicher. So, da sind wir draufgesprungen. Der Wagen ist verreckt, als ich drauf gelandet bin. Okay. Sieht aus, als hätten die Jungs ein Glas. Das ist ein guter Hinweis. Aber das müssten wir halt eher mit den Bum-Bum-Brüdern machen. Mit Bolus und Nestor, oder wie er hieß, ne? Also mit Dick und Doof, ne? Ich glaube, darauf sollen die wirklich ein bisschen anspielen. Ah, die bleiben auch immer da vorne stehen. Okay. Ja, dann
Kann ich auch? Ich kann auch mit der Tastatur legen. Okay, dann mache ich mit der Tastatur weiter. Das ist ein bisschen direkter in der Ansprache. So, und da jetzt irgendwie rüber. So, volle Kanne, los. Ah, das hat nicht gereicht, ne? Ich kann den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Ja, komm, ich versuch's ja, ich versuch's ja. Ich bin halt ein alter Mann, das läuft nicht mehr ganz so, wie ich das will. Aber wenn wir hier richtig anfahren, ah, das ist ein bisschen blöd an dieser Ecke. Das kriegt man nicht so gut hin. So. Wenn ich hier jetzt nochmal richtig Anlauf nehme, nee, das reicht nicht. Haben wir hier nicht... Haben wir nicht einen Boost oder sowas? Nee, haben wir auch nicht. Shit, muss ich die dann erst weglocken oder was? Wie läuft die Sache? Ja, weil der Wagen ist ja immer noch kaputt. Oder soll ich jetzt nochmal... Ah! Okay, die Steuerung ist wirklich ein bisschen ungünstig. Ja, der Grüne nervt gerade. Du bist wie das Loch im Donut. Du hast keinen Nährwert. Ja, jetzt sind wir nochmal auf dem gelandet. Nee, das bringt nichts. Muss ich hier eine perfekte Kurve fahren, um das dann zu packen? Na, das sah schon besser aus, aber es hat nicht gereicht, um die zu erwischen. Muss ich sie doch noch irgendwo einklemmen oder was? Irgendwie ging das. Irgendwie ging das. Osselpie, streng deine grauen Zellen an. Das ist es halt, wenn man in die Jahre kommt, ne? Bist den ganzen Tag nur noch am Ginkgo fressen. Gib Gas, lieber Ben. Aber schon wieder das ganze Gas verloren, ne? Shit. Shit, wie ging das? Wir haben auch kein Inventar. Ich kann auch keinen Rückstoßbooster oder sowas aktivieren. Ja, also die halten uns auf jeden Fall davon ab, rüberzukommen zu Maureen. Ah, der Grüne, der geht mir gerade mal am Arsch vorbei. Hoffen wir, dass es halt... Ah, der bremst halt immer so blöd ab, der Wagen, wenn es um gewisse Kurven geht. Das geht irgendwie anders und besser. Na komm schon. Aha. Also auch der größere Anlauf ist jetzt nicht der Weg zum Ziel. Ah, shit. Ist das hier dann doch nicht ganz richtig oder... Ich weiß gerade echt nicht. Muss ich die dazu bringen, dass sie vielleicht erst da unten stehen und ihnen dann irgendwie einfach aufs Dach springen? Kann ich die irgendwo hinlocken? Kann ich die weglocken? Das ist die bessere Frage. Ne, die fahren gleich immer wieder gleich zurück zu Maureen. Also ist das die falsche Taktik. Der Plan muss modifiziert werden. Kann ich den anderen Wagen denn rüberschieben? Ich kann den anderen Wagen schieben, okay. Keine Ahnung, da drüben als Unterlage hin für meinen Sprung oder so? Ist es das vielleicht? Meine Herren, das ist aber ganz schön frickelig. Oder kann ich damit die anderen festklemmen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie genau das ging. Aber wir können das schieben. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So. Ja. Immer schön, ja, wie abends beim DSF, wenn sie was vortäuschen. Nein, du sollst den nicht... Warum kann der jetzt wieder fahren? Warum kann der wieder fahren? Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich dachte, ich hätte seinen Motor ins Nirvana gebumst. Scheiße, hätte ich den jetzt die Rampe runterschieben müssen? Ich versuch's einfach nochmal mit einem Sprung. Dann schalten wir das nochmal aus, ne? Das muss doch gehen, oder nicht? Ja, jetzt nervt der Grünling hier. Grünlinge gehen mir auf die Eier. So. So, damit wäre der jetzt mal wieder geschrottet. Der Motor springt nicht mehr an. Das können wir wieder für uns nutzen. So, dann versuche ich den da hinten mal die Rampe runterzuschieben. Vielleicht ist das ja richtiger. Vielleicht springt er dann nicht an. Run! Run! Hier kommt der Stoßdämpfervernichter! Ich stoße natürlich auch mal gern von vorne oder von hinten, aber heute von der Seite. So. In your left, bitch. Ist das richtig? Funktioniert das, was ich jetzt vorhab? Okay, ich gebe noch mal einen kleinen Knuff von der Seite. Vielleicht, ja, einen kleineren. Das müsste besser gehen. Wir können es auf jeden Fall da hochschieben. Ob es uns was bringt, weiß ich nicht. Jetzt steht's da unten. Okay, und? Okay, bum, bum. Aha! Eure Zeit ist vorbei. Jawohl! Crash! Yeah! Schnappt ihn euch! Was macht ihr denn? Ha, ha! Einen Mittagsschlaf, oder was? Oh, wie die da drin klemmen, das ist herrlich. Okay, Mo. Okay. Zeit fürs große Finale. Gut. Ach schon. Es gibt's nicht so oft, dass eine Frau will, dass ich sie frontal ramme.
Okay. Seht mich an, ich brenne. Die Leute hier. Nur keine Hektik, es steht ja nur ein Menschenleben auf dem Spiel. Kann ich die da hinten nicht anzünden? Wenn ich doch jetzt gerade brenne, dann wäre mir die los. Also, das würde ich gerne machen. Funktioniert nicht. Ich kann... Also, bei dem anderen Auto konnte ich draufspringen. Und hier? Hier nicht? Kann ich hier rausrennen? Ah! Okay, jetzt brennt es daneben erstmal. Aber die Typen... Kann ich die nicht einfach alle mal loswerden? Das passiert? Rennt um euer Leben! Wunderbar! Ah, die mopsen das Motorrad. Schön. Und ihr kommt nicht mehr raus. Oh, doch, schade. Hä? Na, endlich. Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es... Nein. Wir gehen dann mal. Ach du Shit. Sieh nur, wie er läuft. Okay, dann bleiben wir hier oben drauf stehen und springen dann auf ihr Auto rüber. Das würde ich so machen. Das geht sogar, ne? Ist das richtig? Muss ich jetzt nicht noch irgendwas machen? Ja genau, fahr mal durch die Flammen oder so. Ja, ist das richtig? Reicht das noch nicht? Muss ich selbst noch irgendwas machen? Ich hab noch Kaninchen, ich hab das Brecheisen. Das Brecheisen bringt mir aber nichts. Kann ich nicht ins Feuer rennen und sie fahren mir hinterher, weil das Idioten sind? Das sind doch Idioten, ne? Ich bin doch im feuerfesten Anzug, aber ihr nicht. Die machen das wirklich. Die machen das wirklich. Diese Vollidioten. Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Auf Wiedersehen. Endlich haben wir ihn erwischt, Bowles. Glaube ich nicht. Das bedeutet, Rip Burger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Ich glaube, wir können eurem Arsch gut beiküssen. 10.000 Aktien geben. Wir sehen uns auf dem Mond oder so, ne? Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Tschüss. Nun, andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. In der Milchmädchenrechnung, ja. Zeit für die Aktionärsversammlung. Okay, er denkt wirklich, er wäre uns los, ne? Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Rechner. Oh, warum? Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Okay, sie kann's ja. Vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Okay, welcher Schlüssel? Von welchem Schlüssel redest du? Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Okay. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Tja, Wo sind wir hier eigentlich? Ja genau, erzähl uns mal was über das Vulture-Versteck. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C-330 Großmoll-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Okay. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Aber? Wir wollen ihn wieder ins Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallys mitnehmen. Okay. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Ja, aber einfach so ein altes Flugzeug hier, also damit kannst du nicht einfach mal über die Landstraße fahren und nicht über den Highway und nix, ne? Tolle Idee. Naja. So, okay, erkundigen wir uns weiter. Wie war der Flug? Naja, mit dem Fallschirm. Also, ich finde, das hätte einem schon auffallen können, aber ist ja schön, wenn es irgendwie klappt, dass keiner bemerkt, wie sie rauskommt, sondern dass wirklich alle nur auf Ben geachtet haben, der da wie so eine kleine Feuerfackel rumgerannt ist. So, also Maureen, wie war der Flug? Bist du heil unten angekommen? Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Oh, in dem hier? Aber abgesehen davon lief alles prima. Also ist sie hier im eigenen Minenfeld gelandet, dann weiß sie ja vielleicht, wo die Minen sind. Sie hat's ja überlebt, also ist ja alles noch dran, ne? Also zumindest alles, was ich hier so sehe. Ja, auch da drüben, der linke Arm, der guckt auch ein bisschen raus. Ich denke, sie hat nichts Wichtiges verloren. So. Ja, was ist so Wichtiges in dem Safe? Hat er da vielleicht ein Testament oder was? Was ist so Wichtiges in dem Safe?
Das Testament meines Dads. Tatsächlich. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Okay. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Unehrlich? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Ah, Adoptivtochter oder wie oder... Shaker, Shaker, Dübel, Dübel. Also quasi, ne, so ein Seitensprung. Ihr versteht schon, ne? Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Kann man jetzt mal fragen, das ist nicht so lange her. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Ja, Wortwitz. Ja, das findet sie ja noch lustig. Ja, toll. Sie ist ja nicht 2 Zentimeter gewachsen. Naja, was soll's. Okay, 2 Zentimeter mehr. Ich würde mich da auch nicht beschweren, wenn ich 2 Zentimeter mehr hätte. Ich sag jetzt nicht wo. Nein, ach, egal. Ach, bei der Körpergröße. Also, ich finde das nicht schlecht, groß zu sein, aber ich bin nicht groß. Das ist ein Problem. Also, ich habe eher so eine, ja, sagen wir mit einem Augenzwinkern Durchschnittsgröße. Aber auf die Körpergröße bezogen, Leute! Mehr, also, über die anderen Regionen, da rede ich doch gar nicht mit euch. Okay, ja, wie kommen wir dann in die Fabrik rein? Ja, dann sag mal, hast du eine Idee? Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Ja. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Aha. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Ja, also die haben schon zusammen dann früher Motorräder designt oder wie. Ich meine, sie scheint da ja echt ein Talent dafür zu haben, so ein ganzes Motorrad auseinanderzunehmen und dann auch wieder zusammenzubauen. Ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht immer beim Auto. Auch wenn es da gute Simulationsspiele geben soll, aber nee. Ja, den Finnish Car Simulator oder wie der hieß, ne? Bloß nicht. Ja, gut. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Okay. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Ja, wir sind ja gleich dabei. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Aber? Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Okay. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Okay. Ja, ich sagte ja, das ist die Stelle, die China schon angesprochen hat. Ich glaube, ich weiß auch in ungefähr, wo man dran treten müsste. Mal gucken, ob ich es beim ersten Versuch hinkriege. Ne? Ja, wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Das ist eine gute Frage. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe... Dann ging diese verrückte Tür auf. Aber man muss ja bedenken, sie war damals 6 Jahre alt, ne? Da war sie auch ein bisschen kleiner, also mit Augenhöhe, ne? Tja, und wenn ich die Stelle nicht finde? Ja, gute Frage. Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss, warte, bis die Messgeräte auf Null stehen und dann tritt. Okay. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage, da ist was dran. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Hör mal, ich war erst 6. Du gehst mir echt auf den Keks. Tja, ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Hey Ben, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, alles klar. Wenn ich diese Stelle zum Treten gefunden habe, als ich 6 war, dann glaube ich, dass du sie selber finden kannst. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Und mit den Einzelteilen können wir hier noch was anfangen. Moment mal, da stehen Seriennummern oder sowas drauf. Sollte ich mir die merken? Moment, dann notiere ich mir die gerade mal schnell auf meinem Handy, weil ich gerade mal wieder keinen Stift da habe. Ja, das ist das Problem, wenn man die Stifte weggibt und dann kriegt man sie nicht mehr wieder. Dann ist es doof, ne? Dann hockt man blöd da. So, also 15, 44, 92 müsste das sein oder 91, ne? Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Das ist halt die Pixelgrafik, ne? Aber ist das 92 oder ist das 91? Ich notiere mir mal die 1 mit Fragezeichen hinten dran und dann das zweite ist 48053, würde ich sagen, ne? Sieht mir zumindest stark danach aus. So, okay, haben wir das auf jeden Fall schon mal notiert? Weil sowas wird doch in so Adventures immer wichtig, ne? Und Ben sagt auch, also wird es nicht ganz falsch sein. Aber mehr können wir mit dem Schrott hier nicht machen? Nee? Okay. Gut, ja, dann werden wir mal versuchen, den geheimen Durchgang zu finden. Hier, nimm die Fotos. Okay. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. Okay, machen wir. Ja, die Fotos,
Die können wir doch bestimmt irgendwie dann wieder auf den Bildschirm legen. Das ist doch immer so. Das war doch auch schon in vielen Filmen so. Und auch bei Deus Ex Human Revolution, bei diesem Mörder da, ne? Den konnte man doch auch bloßstellen, indem man den Polizeibericht einfach auf die Wände projiziert hat, ne? Und so. Und dann sehen es ja alle. Können wir da wieder rein oder ist das dann jetzt falsch? Weil eigentlich ist ja hintenrum der Eingang. Harold ist immer noch unterwegs. Da gibt's mehr Häschen. Ich brauch Häschen. Häschen. Hab ich mir jetzt einfach mal mitgenommen. Aber die Shirts will er immer noch nicht, ne? Keine Souvenirs. Schade. Aber wir haben Häschen. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Jetzt haben wir nochmal eine ganze Kiste Häschen und noch einzelne. Drei Stück haben wir noch übrig. Und die Fotos. Ja, gucken wir uns die selbst mal an. Mo hat mir die Fotos von dem Mörder ihres Vaters gegeben. Gut. Schauderhaft. Gut, wir haben immer noch die Kette und auch den Brecheiserich. Tja, aber Ausgang ist ja wahrscheinlich immer noch zu, das ne? Das ist der Ausgang. Tja. Dreht sich nur in eine Richtung. Die falsche. Da gehe ich nicht rein. Okay. Ja, okay. Dann geh mal zurück hier und geh da zurück und halt Hintereingang, ne? Da musste ich doch aber, glaube ich, gar nicht das Bike nehmen. Nee, da musste ich einfach nur hier hinklicken. So, wenn die Messgeräte auf 0 stehen. Die ist versiegelt. Und irgendwie glaube ich, dass der Typ ganz links, dass das George Lucas sein soll. Okay, liebe Leute, da sind wir wieder am Ende einer weiteren Folge. Tja, wir haben das Demolition Derby überlebt. Unser Plan scheint aufgegangen zu sein. Maureen hat ja die tolle alte Hardtail gekriegt. Hat sie auseinandergebaut und wir haben da diese zwei Codes drin gefunden. Und ich denke, die werden uns bestimmt irgendwie behilflich sein. Der nächste Schritt ist natürlich dann erstmal in die Fabrik reinzukommen. Und dazu müssen wir halt diesen geheimen Durchgang finden, beziehungsweise die richtige Stelle zum gegen die Wand treten. Und da hat der China ja, glaube ich, heute noch Albträume davon. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, ob wir das gut hinkriegen oder ob wir da eine halbe Stunde in Zeitraffer herumprobieren müssen. Das könnte auch passieren, wenn wir ganz großes Pech haben. Ja, und dann müssen wir eigentlich nur noch ganz simpel und einfach den Ripburger bloßstellen. Und dann müssten wir es eigentlich gepackt haben, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Einschalten und hoffe, die Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Ich würde dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Vollgas. Haut rein!